Herzlich willkommen im österreichischen Teil der Chiemgauer Alpen. Herzlich willkommen beim Mountain Guide und herzlich willkommen bei meiner Tour zum Peitingköpfel über die Hochalm. Ihr seht jetzt gerade den wunderbaren Rundflug. Was gibt's großartig zu sagen? Der Peitingköpfel ist ein Gipfel direkt neben dem Sonntagshorn. Sonntagshorn sollte ein Begriff sein, ist der höchste Berg der Chiemgauer Alpen. Und es ist eigentlich auch schon das größte Highlight der Tour gewesen. Klingt blöd, ist aber so. Gut, die Hochalm ist auch ein Highlight. Ja, einkehren ist natürlich Pflicht. Was gibt es zum Weg und der Tour zu sagen? Grundsätzlich ist diese Tour leicht. Sie beginnt mit Forstwegen am Parkplatz P2. Der ist vielleicht ein bisschen tricky zu finden, weil er nicht direkt auf dieser Hauptstraße liegt, sondern man muss rechts abbiegen. Ändert sich dann ab hier, ab der Bauerecker Casa Alm oder was auch immer, zweigt er hier ab. Man kann auch über die Brücke gehen, da kommt man quasi auch bei der Hochalm raus. Das kann man aber auch als Abstiegsrundweg-Variante nehmen, das bleibt euch überlassen. Ich bin's nicht gegangen. Ich bin den Weg so ab da abgestiegen, wie ich ihn jetzt hier den Wald aufgestiegen bin. Das ist im Endeffekt auch nur ein Waldsteig, der den Forstweg hin und wieder kreuzt und endet dann oben bei einem netten Schild namens Hochalm. Ist dann auch ein doppelter Summit-Lynx-Punkt, die Hochalm und das Trostberger Haus, Hütte, wie auch immer, ihr seht es hier. Ab da, ja, wird sogar noch einfacher, sofern das Wetter passt. Bei Nässe und Glätte natürlich weniger, denn nach dem Forstweg, den wir jetzt hier folgen, Richtung Peitingköpfel, den man hier schon sieht, kommt ein Wiesensteig. Das ist dann auch das steilste Stück meines Erachtens nach bei dieser Tour. Im Anschluss daran ist man eigentlich auch schon am Gipfel oben. Panoramagipfel, sprich Wahnsinnsausblick, also wirklich super cool. Ich habe nachgelesen, der Berg ist auch im Winter gern gegangen. Ja. Er wird auch gern im Winter besucht. Die Gegend ist ein Traum, wunderschön. Wer Bock hat, macht das Sonntagshorn einfach noch mit, weil es liegt bei der Variante, die ich gegangen bin. Also ich habe das Sonntagshorn mitgemacht. Bei der Variante, die ihr hier seht, geht ihr quasi bis zum Fuß der letzten Serpentinen des Sonntagshorn, die man die ganze Zeit vor Augen sieht. Also die Serpentine sieht man, man kann sie quasi zählen während des Aufstiegs mit abschätzen, wie weit man ist. Da sieht man es auch ganz gut, wie dem auch sei. Es gibt eine Wandernadel, seht ihr auch, also nehmt euch das mit. Letzten Endes ist mein Abstieg vom Gipfel Richtung Sonntagshorn. Kurz bevor der Aufstieg des Sonntagshorns wieder beginnt, steige ich ab und das ist mein kleiner Rundweg gewesen. Nichts Berauschendes. Man könnte es auch verlängern, wie gesagt, es gibt ja noch diese andere Aufstiegsvariante, die man dann auch als Abstieg nehmen kann. Das ist irgendwie links an der Hochalm vorbei und dann geht man quasi parallel zu dem Weg, den man aufgestiegen ist, steigt man ab. Von der Schwierigkeit bleibt sich's gleich, da ändert sich nichts. Kurzum, recht viel mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Perchthöhe, ja, ihr seht es, da ist ein kleiner Gegenanstieg dann wieder mit dabei. Das erklärt dann auch die letzten bisschen mehr Höhenmeter. Feierabend, das ist das ganze Geheimnis. Recht viel mehr gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Zumindest fällt mir eigentlich dazu auch jetzt gar nicht mehr recht viel mehr ein. Das hier, was jetzt kommt, diese kurze Stelle, genau, das ist dann, da geht es Richtung Sonntagshorn hoch. Ab da fangen die Serpentinen an. Der Abstieg, der hier jetzt gewählt ist für dieses Video, wäre auch der Aufstieg, wenn man direkt das Sonntagshorn macht, ohne den Peitingköpfel. Da gibt es ein eigenes Video für. Das könnt ihr euch gerne auch anschauen. Und letzten Endes war es das auch schon wieder. Ein paar kleine Gipfel, die man da sehen kann, die Umgebung. Ich wünsche euch viel Spaß, macht es, genießt es, kehrt in die Alm ein. Nicht vergessen, nur mit Mountain Guide reist dann gipfig gescheit. Abonniert, kommentiert, liked. Ich bin gerne über alles
informiert und ich bin für alles offen. Schreibt einfach in die Kommentare, was euer Bergsteigerherz begehrt. Ich freue mich drauf, macht es gut, auf Wiederhören.